Jedes Jahr gibt es Neues zu entdecken. Doch das Schönste sind die Kerzen und Lichter, die die historische Klosteranlage zum Weihnachtsbazar in Mariabildhausen erhellen. Künstler und Menschen mit Behinderung des Dominikus Ringeisenwerks haben viel produziert. Floristik aus der Gärtnerei gehört ebenso dazu wie Kunstwerke aus den anderen Werkstätten. Seit vielen Monaten wurde der Markt geplant und die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren. Hand in Hand arbeiteten die Beschäftigten in den Werkstätten zusammen mit ihren Betreuern. Die Handarbeit hat sich gelohnt, denn das Ergebnis kann sich sehen lassen. Viele kleine und große Kunstwerke gab es zu bestaunen und zu kaufen. Wir versuchen halt immer, Dinge auch anzubieten, die unsere Menschen mit Behinderungen erzeugen können, aber auch solche Dinge, die das Herz unserer Gäste öffnen. Der Besuch des Nikolaus gehörte vor allem für die Kleinen zu den Höhepunkten und wer wollte, konnte Schafe streicheln. Zu den Bildhäuser-Schmankerln gehört auch Hochprozentiges. Der Kleinwenkheimer Bauernhaufen zeigte beim Lagerleben alte Handwerkskunst. Eine Zeitreise in die Vergangenheit einer Schmiede, wo glühendes Metall mit dem Hammer bearbeitet wurde. Der Bildhäuser Weihnachtsbazar im weihnachtlichen Lichterglanz bot eine schöne Einstimmung auf die Advents- und Weihnachtszeit.